In einem früheren Beitrag hatte ich gezeigt, wie man aus einer FLA-Datei für Flash eine FLA-Datei für Canvas erzeugt. Und zwar macht man das über Befehle in andere Dokumentformate konvertieren. Bei der Gelegenheit wird allerdings nicht das Action-Skript für Flash in ein JavaScript für Canvas umgewandelt. Wir sehen in dieser neuen Datei lediglich das Action-Skript auskommentiert. Wenn wir hier mal in den Frame klicken, hier sehen wir das kleine A für ActionScript und rufen dann das Fenster Aktionen auf. Dann sehen wir hier die ActionScript-Befehle auskommentiert, das heißt, sie sind jetzt ungültig, die sind in diese beiden Kommentarzeichen eingefügt. Wir können aber diese Befehle nehmen für die Neuprogrammierung, um eine Orientierung zu erhalten. Wir müssen jedoch die Programmierung selber neu in JavaScript vornehmen. Dazu steht uns aber ein kleines Hilfefenster zur Verfügung, und zwar Fenster Codefragmente. Ja, hier sehen wir jetzt einige Befehle, ActionScript-Befehle, Canvas-Befehle, auf die wir zugreifen können. Man hat auch selber die Möglichkeit, hier Befehle, die man öfter braucht, abzuspeichern. Das macht man dann einfach hier über diese Option neues Codefragment erstellen. Aber auch das war schon in ActionScript möglich. Wenn ich ein Click-Event auf ein Objekt zuweisen möchte oder irgendeinen anderen Maus-Event, dann muss ich dieses Element auf der Bühne auswählen. Ich nehme jetzt mal hier diesen Stop-Button, klicke ihn an. Er hat hier schon einen Instanznamen bekommen. Stop BTN habe ich den genannt. Groß- und Kleinschreibung ist wichtig, nicht mit einer Zahl anfangen, keine Sonderzeichen. So, den habe ich jetzt ausgewählt. Und jetzt wähle ich hier unter Zeitleistennavigation klicken, um zum Bild zu gehen und zu stoppen. Diesen Befehl klicke ich jetzt doppelt an. Wichtig bei der Gelegenheit ist noch, in welchem Bild man sich befindet. Ich habe hier in der Zeitleiste das erste Bild ausgewählt. Und dann wird in dem Bild, in dem Frame, der Befehl eingefügt. Wir sehen hier eine Ebene Actions. Wenn diese Ebene Actions nicht vorhanden gewesen wäre, hätte er eine neue Ebene erzeugt, die er Actions nennt. So, und jetzt sehen wir hier unten diesen neuen JavaScript-Befehl. Vergleichen wir das mal mit dem ActionScript-Befehl. Hier oben ist der ActionScript-Befehl. Da sehen wir hier, der Stop-Button wird angesprochen. Dann wird ein Add-Event-Listener hinzugefügt. Und in den Klammern dieses Add-Event-Listeners haben wir zwei Parameter. Einmal, um was für ein Event es sich handelt, ein Maus-Event-Click. Und des Weiteren haben wir einen Verweis auf eine Funktion, die ich hier Stop Timeline genannt hat. Und hier ist die Funktion Stop Timeline. Ne, auf die wird verwiesen, also die wird ausgeführt, wenn man auf den Stop-Button klickt. So, wenn wir jetzt mal das mit dem JavaScript vergleichen, da ist das sehr ähnlich. Der Unterschied ist einmal hier, dass hier steht This Stop-Button. Wenn man ein Objekt händisch aus der Bibliothek auf die Bühne zieht und gibt ihm dann einen Instanznamen im Eigenschaftenfenster, dann muss man den hier mit Sys ansprechen. Ja, das ist sehr wichtig, sonst funktioniert das nicht. Des Weiteren wird der Eventhändler durch einen String ersetzt. Hier oben heißt es MouseEvent.click und hier ist es einfach ein String. Dann haben wir hier den Verweis auf die Funktion. Wir nennen die jetzt hier auch einfach mal Stop Timeline. Hier ist die Funktion, die nennen wir jetzt auch mal Stop Timeline, weil die soll ja aufgerufen werden, wenn man den Button anklickt. So, jetzt wird an diese Funktion hier noch ein BindSys angehängt. Das werde ich später nochmal genauer erklären. Vorab nur so viel. Innerhalb der Funktion hat Sys eine andere Bedeutung. Hier bezieht sich Sys auf die Bühne und innerhalb der Funktion bezieht sich Sys auf die Funktion selber, weil eine Funktion in JavaScript ist auch immer eine Konstruktorfunktion. Wenn ich aber jetzt innerhalb der Funktion auf dieses Sys
ja, was auf die Hauptbühne verweist, zugreifen möchte, dann muss sich dieses Sys quasi hier anhängen mit Bind Sys. Ne? Hier schreibe ich jetzt rein, was innerhalb der Funktion als Sys gelten soll. Wie gesagt, ich werde das später noch genauer erklären. So, jetzt kann ich innerhalb der Funktion auf Sys, also auf die Hauptbühne, zugreifen und kann jetzt hier einen Timeline-Befehl eingeben. Die Timeline-Befehle in easel.js, das ist das JavaScript-Framework für Anime CC, für diese Canvas-Geschichte, die man mit Anime CC erstellt. Und da sind diese Timeline-Befehle genauso. Oder fast genauso. Es gibt einige Befehle, die nicht vorhanden sind. Next Frame, Previous Frame, das gibt es nicht. Aber die anderen Befehle wie Play, Go to End Play, Go to End Stop, Stop und so weiter, die sind gleich. So, wir ersetzen nun mal diesen Befehl hier durch Stop. Go to End Stop würde ja bedeuten, ich gehe zu Bild 5 in dem Falle. Hier steht ja die 5, ne? Bild 5. Und Stopp heißt einfach, die Zeitleiste stoppt. Go to End stoppt geht eigentlich nicht zu Bild 5, sondern zu Bild 6, muss man noch dazu sagen, weil in Canvas fangen die Bildnummern bei 0 an. Ja, das erste Bild ist also 0, das zweite Bild ist 1. So. Also, wenn ich jetzt auf den Button klicke, müsste die Zeitleiste stoppen. Probieren wir das Ganze einmal aus. Ich drücke einmal Steuerung Enter. Jetzt öffnet sich das Browserfenster. Da drin haben wir unser Canvas-Element. Jetzt klicke ich auf den Stopp-Button. Und wir sehen, die Hauptzeitleiste stoppt. Der Play-Button hat noch keine Aktion bekommen. Ich mache jetzt Folgendes. Ich klicke den Play-Button hier an. Hier sehen wir wieder den Instanznamen, den ich vorher zugewiesen hatte. Und jetzt klicke ich doppelt auf Klicken, um zum Bild zu gehen und abzuspielen. Jetzt sehen wir hier wieder das JavaScript, was automatisch eingefügt wurde mit Kommentaren. Hier sage ich SysPlay. Weil die Zeitleiste soll einfach abspielen, egal wo sie gerade ist. Dies könnte so stehen bleiben, aber ich finde das ein bisschen lang. So finde ich das ein bisschen übersichtlicher. Deswegen verweise ich auf eine Funktion, die PlayTimeline heißt. Und hier haben wir die Funktion PlayTimeline. Und jetzt ist das JavaScript fertig. Noch einmal testen. Stop und Play. Wunderbar, es funktioniert. Also so groß ist der Unterschied jetzt nicht. Im nächsten Teil erkläre ich dann mal ganz genau, was es mit diesem Bind Sys auf sich hat.